Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Madden24 ist raus und ihr werdet jetzt gleich live oder in Videoform, was auch immer, meinen ersten Eindruck mitkriegen. Ich habe es noch nicht gestartet, kein einziges Mal. Wenn ich gleich cutten muss, dann ist das wegen Musik. Aber ansonsten, wie gesagt, mein allererster Eindruck vom Spiel. Ich habe es nicht vorgespielt, ich habe den ganz normalen Release jetzt mit der Vorbesteller-Version. Und am Ende des Videos gebe ich euch noch einen kurzen Einblick, was mein Plan ist bezüglich Offline-Franchise dieses Jahr. Welches Team und so weiter. Und ihr habt dann das Recht zu vetoen. Ich habe das extra nicht groß angekündigt, damit nur die Leute, die sowieso das Video gucken, wirklich dann mitkriegen, was passiert. Also bleibt bis zum Ende des Videos dran und ich werde mir dann, bevor ich die Franchise starte, die Kommentare unter dem Video hier durchlesen. Let's go. And here we go. So. Ich habe ewig nichts mehr auf dem Bildschirm gemacht und mein Bildschirm ist winzig, fällt mir immer wieder auf. Ja, WLAN ist tot. Ein Gewitter hat mein WLAN lahmgelegt. Mir leid, aber hey, ich wünschte, es gäbe einen Streamer-Modus. Es gibt es bei manchen Spielen, wo da nur copyright-freie Sachen quasi gespielt werden. Aber das ist so ein Nischen-Ding, was man fordern kann. Da ist voll in Ordnung, wenn das nicht da ist. In-Game-Commentary geht man direkt runter auf, wo hatten wir das immer? Auf 80, glaube ich. Und ansonsten lassen wir alles. Alright. So, continue. Placement and accuracy enables... Was ist Classic? Warte mal. Disables the skill by passing feature and uses Classic Madden. Was war das nochmal? Enables the timing component for guaranteed accuracy on a bullet pass and control. Ach nee, das fand ich dumm. Das fand ich auch dumm. Wisst ihr was? Ich mach erstmal Classic. Vielleicht fuchse ich mich in das andere Zeug noch rein. Aber erstmal nicht. So, erstmal machen wir es ganz normal. Ganz normal. Classic Madden. Alright, auf gar keinen Fall Ultimate Team. Wisst ihr was? Wir gehen in Quick Play rein. Ich will nur mal gucken, wie es aussieht. Play now. Without progression ist mir egal. Ich will nicht, dass es irgendwo hin zählt. Wisst ihr was? Ich gehe auf 3x random. Steelers und wir spielen gegen 3x random. Ne, das sind die Packers, geht nicht. Ich kann nicht mein erstes Spiel. Moment, nochmal. 1, 2, 3. Chargers, von mir aus. Ich kann nicht mein erstes Spiel direkt. Mein erstes Spiel direkt gegen die Packers machen, das geht nicht. Texans? Ich dachte, die zeigen mir wenigstens direkt die Chargers an. Chargers. Oh. Alright, fuck yeah. Alright. Ready. Mann, die Gameplan ist mir so egal. Die Gameplan ist mir egal. Schmeiß mich rein ins Spiel. Simulation. Ich spiele eh kein ganzes Spiel jetzt, glaube ich. Even Teams, Accelerated Clock On, ja, was auch immer, ist mir egal. Simulation hatte ich ja ausgewählt, Simulation bleibt. Jetzt gucken wir mal, was hier geht. Irgendwelche neuen Animationen, neue Kommentatoren-Sachen. Ich finde nach wie vor komisch, dass die Steelers nur auf einer Seite das haben. Die Pads sehen wieder ein bisschen besser aus, ha? Huh? Besser als die letzten Jahre. Bewegen sich immer noch ein bisschen zu sehr mit den Schultern, aber egal. Das würde ich doch. Bei 51 Grad einfach solche Pads in so einem Winkel.
Egal. Boah, guckt euch die Haare von Pickett an. Ah, okay, guckt euch nicht seine Haare an. Egal, Haare sind auch nicht so wichtig. Hauptsache, das Gameplay stimmt. Neue Helme im Spiel. Middle Matchup. Was heißt denn Middle Matchup? Come on, Gunner, gib ihm. Okay, es fühlt sich ein bisschen anders an, das Laufen. Aber das ist, glaube ich, von Jahr zu Jahr so. Da ist die Frage, wie schnell man sich dran gewöhnt, glaube ich. Ja, alright. Oh, 7-9 Buch. Play Action, Ghost Lord Cross. Ich gucke, ob ich irgendwas Neues finde. Irgendwas, was ich nicht kenne. Play Action Boot Shot kenne ich nicht. Probieren wir mal. Neuer Kamerawinkel. Pickens bleibt mal außen. Oh, Pickens. Oh. Okay. Poor Accuracy, out of reach. Warum aber Poor Accuracy? Einfach so? Crack Toss. Zum Feld natürlich. Wir haben ja dieses neue Blocking jetzt. Mal gucken, wie es funktioniert. Wir haben auch Pickens da außen. Okay, also bisher läuft nicht so gut für mich. Wisst ihr was? Wir werfen mal einen Tight End Screen, damit rechnet keiner. Tight End Screen in den Blitz rein, come on. Alter, guckt euch mal den Haufen von Superstars und X-Factor da rechts an. Umrennen! Okay. Okorafor direkt erstmal verletzt. Aber es hat ganz gut funktioniert. Wir spielen das natürlich aus. So, wir lesen das Spacing, wo es kein Man ist. Viel zu spät. Mein Fehler. War das ein One-Handed-Pick gerade? Das muss ich mir nochmal angucken. Hat er den gerade auf ganz casual One-Handed gepickt? Der gute Murray? Warte. Instant Replay. Oh, wir haben ein sehr gutes Haar-Matchup übrigens auch, fällt mir gerade auf. Ah, nee, er hat beide Hände dran. Ich habe nur so gesehen, dass er hinter sich gegriffen hat und ich dachte, Moment mal. Nice. Oh, shit. Sorry, ich wollte nicht nochmal ein Instant Replay. Alright, dann spielen wir mal Defense. Wir kommen natürlich direkt raus mit dem Blitz. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe vor einem Toss. Oder einem Stretch. Der Catch sah crazy aus. Das sah aus wie ein Ding, für den man nicht hätte springen müssen, aber er ist trotzdem dafür gesprungen. Aber das machen viele Receiver, also das ist nicht. Das ist der erste Pass, den ich den Computer machen sehe. In Madden 24. Und das ist ein komplett unnötiger One-Hander. Das macht mir schon wieder ein bisschen Angst. Aber das Gute ist, er hat beim Runterkommen Kontakt und hat den Ball deswegen nicht gedroppt. Und das Bein klippt dann nicht durch. Das ist auch schon mal ganz gut. Auf dem Hinweg auch nicht. Guck mal, nein, das Bein hängt an seinem Körper fest. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Gutes Zeichen für Physik. Gutes Zeichen für Physik. Alright, jetzt probieren wir offensiv noch mal ein bisschen was zu reißen. Oh, damn. Der Inside Rusher wäre fast durchgekommen. Weil der Wing gerade einfach nach hinten ist. Okay, wir machen jetzt mal Lead Right. So. Frage ist, wer leadet hier? Keiner. Das ist auch interessant. Wir wollen über rechts returnen. Meine beiden Fall-Returner rennen in die Mitte. Steelers Shake. Ein Shake auf Deontay Johnson verteidigt keiner. Wir haben Man-to-Man-Look. Das ist eindeutig eine Completion. Ah, nee. Haben mich verarscht. War gar kein Man-to-Man. Ich hätte die Curl werfen müssen. Aber ich hatte mich auf der Mitte festgeguckt. Alright, wir probieren den Double-Cross. Vielleicht gehe ich gleich mal auf Formations. Wir haben ihn. Nice. Oh.
Es war eine coole neue Animation, aber war ein bisschen gruselig, wie viele Schritte ich ihn nicht steuern konnte, wie viele Schritte quasi die Animation gedauert hat. Stiff Arm. Okay, zwei Yards Gain anscheinend. Achso, ich wollte ja auch Formationen. Gucken wir mal, was sie für Gun-Sachen drin haben. Bunch Strong Nasty. Das klingt nach einer ekligen Formation, die bestimmt abused wird irgendwann. Der Crosser. Ach du Scheiße, was denn hier passiert? Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Guck mal, hier habe ich halt gedacht, oh geil, offen. So, weil er hat halt crazy inside leverage, der Corner ist oben drüber und so weiter. Und der Safety muss ja bei Pickens bleiben. Deswegen ist hier quasi niemand, es sei denn, der Safety übernimmt Pickens. Und er bleibt quasi in dem Bereich und dann werfe ich einen Pick. So, aber ich habe gedacht, nee, passiert nicht. Und dann, Alter, guck mal, ab jetzt, er rennt einfach vor ihm. Er rennt vor ihm. Er ist am Ende zwei Yards vor ihm. Das ist crazy. Stell mal vor, jetzt würde Dingsbums Robinson einfach stehen bleiben. Aber da war der Ball vielleicht schon in der Luft. Mann. So. Also, gehen wir wieder raus. Post-Cross. Nochmal. Komm, Deontay. Deontay. Ah. Throw out of sack. Okay, ja, ich habe gesehen, dass der Blitz kommt. Ich habe mir zugetraut, den noch rauszuwerfen. Hat nicht so gut funktioniert. Wir spielen es natürlich trotzdem wieder aus. Wir haben bisher nicht so viel Zeit. Gucken wir mal, was Verticals sagt. Und ob wir die Seams finden, so wie letztes Jahr. Oder ob da irgendwas dran gemacht wurde. Der Sprung sah witzig aus. Der war nicht weit genug im Lauf. Also vielleicht sind die Go-Balls wieder wie letztes Jahr ein kleines bisschen am unterworfen werden. Übrigens, diese Dreieck, Viereck, X-Einstellung ist anders als bei mir letztes Jahr. Deswegen bin ich gerade voll verwirrt. Was hat Watt gerade gemacht? Watt hat einen First Down angezeigt für die Chargers. So. Die Adjustments scheinen immer noch mehr oder weniger die gleichen zu sein. Strip den Ball. Ah, schade. Okay. Also die Chargers nehme ich gerade ganz schön auseinander hier. Er ist 3 von 3 für 60 Yards. Können wir mehr pressen da außen? Nee, ne? Ja, okay, Touchdown. Gut, ich spiele noch einen offensiven Drive. Ich probiere mal, ob ich ein bisschen mehr hinkriege als eben. Eben hatte ich was, eine Completion oder so. What the fuck? Sorry, kurz. Ich nehme an, da kommt ein Patch für, weil was zum Teufel machen die Wings? Ich weiß, es ist extra Punkt und Vierke und so, aber guckt euch mal bitte an, wer ist das? Everett? Ja, was macht er? Er backpedalt einfach. Er backpedalt und blockt keinen von denen und auf der anderen Seite auch. Also da kommt halt auch keiner, aber shit, ey, jedes Mal. So. Wir probieren mal Left Lead. Vielleicht leadet da ja tatsächlich mal einer. Kommt, Jungs, ihr steht beide da. Rennt doch nicht in die Mitte. Ja, nein! Ey, Najee Harris hat mich richtig verarscht. Er rennt erst nach links. Ist es überhaupt Najee Harris? Nee. Der auf jeden Fall 26 hat mich richtig verarscht, ne? Er rennt einfach nach links und denkt sich dann, na, fuck it. Rennt wieder woanders hin. Najee Harris 22, stimmt der. Okay, die kommen heavy. Wir versuchen zu kontern. Ah, guter Catch, Pickett. Da sage ich auch, letztes Jahr, der wäre vermutlich nicht angekommen dabei. Wäre nicht completed worden. Wir spielen eine Flood. So, Play-Action-Flood. Ja. Buds! Okay.
Also wir haben auf jeden Fall schon mal ordentlich neue Catch-Animationen, so wie es aussieht. Das gefällt mir. Wir probieren mal nochmal einen Stretch. In Joey Bosa rein. Das ist jetzt nicht die beste Idee, aber oh, man kann es mal probieren. Ja, ist in Ordnung. Ich drücke schon wieder die ganze Zeit Sprint beim Rennen. Das ist natürlich nicht das Alleridealste. Halfback Angle. Das ist diese hässliche Variante. Die haben mehrere Varianten an Angle Routes. Nice. Ich glaube, ich hätte die Out dahinter auch gehabt, aber ich war zu ungeduldig. Wir probieren mal nochmal vorwärts. Andersrum natürlich. Sorry. Warum rennst du? Oh mein Gott. War das nicht eine Option Route? Natürlich war das eine Option Route, oder? Ich hätte schwören können. Mann, ich wollte, dass er nach links läuft. Das ist doch immer eine Option Route bei Verticals. Bruder, Najee Harris auf jeden Fall mit der cleveren Entscheidung. Ach Mann, aber es ist Madden, den kann ich nicht vorher werfen. Guck mal, es ist ja nicht mal so, dass der Linebacker ihn irgendwie outside spielt oder so. Er kommt, er kehrt die. Nee, er hat nicht mal die Hüfte, er steht einfach nur. Jetzt überlegt man sich, okay, renne ich hier hin? Oder renne ich da hin? Oh Mann, ey. Naja, egal. Gut, das reicht erstmal. Gut, okay, was ist jetzt mein erster Schluss, mein erstes Urteil? Es fühlt sich unrund an, aber ich glaube, das hat weniger mit dem tatsächlichen Spiel zu tun, als damit, dass ich das ewig nicht, ewig nicht gespielt habe, aber ich habe länger nicht Madden gespielt und natürlich Madden 24 noch nie. Und das ist immer ein kleiner Umschwung von Spiel zu Spiel. Es ist immer was sich ein bisschen anders anfühlt, wenn die laufen, die Catches, wie der Ball geworfen wird, wie geblockt wird, wie man die lesen muss, wo man Cuts setzen muss und so weiter. Und ich glaube ehrlich, dass es sich deswegen ein bisschen unrunder anfühlt. Ob es sich lohnt, Madden zu kaufen oder nicht, werde ich die Tage noch ein extra Video machen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Gameplay sich anders anfühlt. Also es ist eindeutig nicht Madden 23. Es ist eindeutig Madden 24, so rum. Was Player-Likeness und sowas angeht, die Shoulderpads sehen in stillen Bildern jetzt wieder ein bisschen besser aus. Es ist nicht, als ob man einfach ein T-Shirt anhat und man sieht da nichts und die Ärmel stehen irgendwie schräg ab und was weiß ich. Aber sie verhalten sich halt nach wie vor, als würde es zum Körper gehören. So, du machst so und wenn deine Schulter hochgeht, geht quasi das Shoulderpad auch so hoch. Und so verhält sich halt kein Shoulderpad. Normalerweise würde das bleiben und sich vielleicht ein bisschen hochschieben oder so. Aber auf jeden Fall nicht den hier machen. So, also, das sind so Sachen, die mich ein kleines bisschen rausreißen. Aber ganz ehrlich, so wichtig ist das dann am Ende auch nicht. Ich bin gespannt, wie der Franchise-Modus wird und so weiter. Aber ich sag auch, ich werde definitiv ein bisschen brauchen, um mich da reinzufinden ins Spiel und ein bisschen brauchen, bis ich gut werde. Also wird es auch vermutlich Spaß machen, eine Franchise zu spielen. Da seid ihr jetzt gefragt, mit welcher Franchise soll ich spielen? Ich habe ein paar Ideen im Kopf gehabt. Die erste Idee, und da tendiere ich sehr, sehr zu, sind die Texans. Junges Team mit jungen, talentierten Spielern. Insgesamt natürlich trotzdem noch kein geiler Roster, muss überarbeitet werden und so weiter. Anderes Team, was ich überlegt hatte, sind die Cardinals, aber das hatte ich halt schon mal als Franchise. Denkt dran, ich will immer möglichst schlechte Roster haben, damit es eine Challenge ist. So, jetzt mit den Chiefs direkt reingehen, wäre vermutlich nicht so spannend. Das ist dann auch nicht so ein befriedigendes Gefühl, wenn man die Division gewinnt, wenn man in die Playoffs kommt, wenn man Super Bowl gewinnt und so weiter. Deswegen möchte ich ein möglichst schlechtes Team haben oder schlecht bewertetes in Madden sozusagen. Ich hatte sogar über Packers nachgedacht, aber das wird sehr, sehr schwer, mich dazu zu überzeugen oder davon zu überzeugen. Da müssten wirklich alle Kommentare sagen, auf jeden Fall Packers, bla bla bla. Titans hatte ich noch überlegt. Könnte mir aber vorstellen, dass es relativ langweilig wird wegen Derrick Henry. Und ich glaube, mit Derrick Henry habe ich schon in der Alabama-Franchise auch schon mal gespielt, bin mir aber nicht ganz sicher. Ansonsten bin ich offen für andere Vorschläge, aber wie gesagt, zurzeit sind Texans bei mir sehr, sehr hoch im Kurs. Also ich gehe sehr davon aus, dass es die Texans werden am Ende. An Colts in der gleichen Division hatte ich sogar auch noch drüber nachgedacht. Aber ja, wie gesagt, ich gehe momentan von Texans aus. Wenn ihr was dagegen habt, versucht es in den Kommentaren zu begründen. Wenn ihr dafür seid, schreibt es auch unbedingt in die Kommentare. Ich gucke mir das dann an und werde dann darauf basierend meine Entscheidung treffen. Wenn es so 50-50 ist und ein bisschen in die Richtung, dann wären es die Texans. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.